Dies ist der erneute Versuch, Variablen als Struktur in der Informatik zu erklären, und zwar auf einem möglichst einfachen Niveau, ohne auf spezielle Programmiersprachen einzugehen. Variablen werden verwendet beim Programmieren, um Werte zu speichern, auf die man vielleicht später wieder nochmal zurückgreifen möchte. Das kann man sich anschaulich vorstellen wie ein Eimer, in dem man einen Wert reinspeichert. Das kann eine Zahl sein, das könnte auch ein Buchstabe sein oder auch ein ganzer Text. Und diese Zahl möchte man vielleicht später im Programm wieder verwenden. Das ist der Sinn und Zweck von Variablen. Tatsächlich ist das natürlich kein Eimer im Rechner, sondern es ist ein Speicherbereich im Arbeitsspeicher oder auch auf der Festplatte. So, wie sieht das jetzt aus im Programmtext? Es gibt grundlegend zwei Arten von Programmiersprachen. Bei der einen Art muss man, bevor man so einen Eimer oder so einen Speicherbereich anlegt, festlegen, was da später rein soll, also ob da eine Zahl rein soll oder ein Text oder auch etwas anderes. Und bei der anderen Art von Programmiersprachen muss man das vorher nicht festlegen. Bei den Programmiersprachen, die wir im Moment benutzen, muss man das vorher festlegen. Das ist bei C, auch bei NXC und bei Java zum Beispiel der Fall. Deswegen soll das hier auch mit erklärt werden. Aber wie gesagt, es gibt auch Sprachen, da muss man das vorher nicht machen. So, das heißt, bevor ich so einen Speicherplatz reserviere, muss ich sagen, was anschließend da rein soll. Denn es kann sein, dass nicht, es kann sein, es ist so, dass diese Eimer unterschiedlich groß sind. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel nicht so eine ganze Zahl speichern möchte, sondern eine Zahl mit Nachkommastellen, dann muss der Eimer größer sein, weil das mehr Speicherplatz verwendet. Und deswegen muss das Programm vorher wissen, ob ich nur so einen kleinen Eimer brauche oder doch ein bisschen größeren Eimer. Und dieser Vorgang nennt sich Deklaration. Das ist sozusagen hier eine neue Variable, die ihr lernen müsst, Deklaration. Und das bedeutet, ich muss dem Eimer oder dem Speicherbereich der Variablen einen Typ geben. Man sagt dazu auch einen Datentyp. Und es gibt schon verschiedene von der Programmiersprache fest vorgegebene Datentypen. Das ist zum Beispiel ein ganz grundlegender Datentyp, sind so ganze Zahlen ohne Nachkommastelle. Die könnten zwar auch negativ sein, aber haben halt kein Nachkomma. Das wäre dann zum Beispiel Int, Kurzform für Integer. Das wären ganze Zahlen. Das wäre jetzt ein Datentyp, der dann eine bestimmte Eimergröße festlegt, wo dann hinterher auch ein Wert reinkommt. Wenn ich so mit Nachkommastellen haben möchte, dann gibt es den Datentyp Float. Oder wenn ich da zum Beispiel einen Eimer habe, in dem ich ganze Texte ablegen will, Texte übrigens immer in Anführungsstrichen oder auch Buchstaben, dann ist das der Datentyp String für ganze Texte oder auch Char, Kurzform für Character, für ganze Buchstaben. Je nach Programmiersprache weicht die Benennung hier ein bisschen ab, aber das sind so gängige Bezeichnungen von Datentypen. So, und wenn ich eine Variable deklariere, dann gebe ich ihr diesen Datentypen und lege einen Namen fest. Ein Name für eine Variable ist wichtig, weil ich ja hinterher auf diese Werte wieder zugreifen möchte, die in diesen Eimern drin sind. Und da ich in der Regel mehrere Variablen habe, muss ich natürlich die benennen können. Und kann ja nicht sagen, der große Eimer oder der kleine Eimer. Und deswegen gebe ich den Eimern einen Namen. Zum Beispiel sage ich jetzt, dieser Eimer hier, den nenne ich X. Oder diesen einen Eimer hier nenne ich Blups. Oder diesen Eimer hier nenne ich Test. Das kann ganz beliebig sein. In der Regel ist es so, dass die Namen der Variablen immer mit einem kleinen Buchstaben anfangen. Das ist so eine Konvention, auf die man sich geeinigt hat. So, und bei der Deklaration hier gebe ich jetzt den Datentypen an und dahinter einfach den Namen. Also ich sage jetzt zum Beispiel, dieser Eimer hier, der x heißen soll, da sollen ganze Zahlen rein. Deswegen sage ich int x. Fertig. Hier das Blups hier, da sollen Nachkommastellen rein. Deswegen sage ich Datentyp Float. Es wird also immer erst der Datentyp angegeben und dann der Name. Sage ich, der Eimer soll Blups heißen. Und jetzt habe ich hier hinten noch einen Eimer Test. Da sollen jetzt aber nicht nur einzelne Buchstaben rein, sondern
meinetwegen auch Hi, ganze Wörter. Deswegen soll der einmal vom Typ String sein und der heißt dann Test. So, das wäre die Deklaration. Das bedeutet aber nur, also alles, was bisher passiert ist, ich habe einen Eimer, habe die Eimergröße festgelegt hier durch den Datentyp und habe dem jetzt einen Namen gegeben. Das nenne ich ihn mal Z. So, und wie kriege ich jetzt etwas in den Eimer rein? Das seht ihr gleich. So, wie kriege ich jetzt also diese Werte in meine Variablen rein? Denn nach der Deklaration habe ich ja sozusagen einen Namen vergeben und eine Eimergröße festgelegt, aber bisher ist da noch gar nichts drin. Und man schreibt Werte rein im Programm, indem ich den Gleichoperator verwende. Das heißt, ich gebe den Namen an, damit das Programm oder damit der Speicher weiß, wohin er etwas schreiben soll. Der Name, dann kommt das Gleich und alles, was hier rechts vom Gleich steht, wird in den Eimer reingetan. Zum Beispiel eben die 3. Diese Anweisung hier würde jetzt hier in diesen Speicherbereich eine 3 reinschreiben. Oder wenn ich einen Eimer habe, wo auch ganze Wörter reinkommen können, dann würde ich sagen, Test ist gleich. Und alles, was jetzt hier rechts davon steht, wird in den Eimer Test reingetan und da stand Hi drin. Also steht jetzt hier Hi drin. So, wenn ich das erste Mal mache, also wenn der Speicher vorher leer ist und ich jetzt das erste Mal hier so eine Zuweisung mache über dieses Gleich hier, dann nennt sich das Initialisierung. So wird das geschrieben. Das hier wäre jetzt in diesem Fall eine Initialisierung, weil ich das erste Mal einen Wert in den Eimer reinschreibe. Ich kann jetzt natürlich auch andere Werte reinschreiben, deswegen ist es ja gerade variabel, veränderbar. Ich könnte jetzt auch sagen, x ist gleich 17 zum Beispiel. Was passiert denn im Speicher oder im Eimer? Die 3 wird sozusagen aus dem Eimer rausgenommen, verworfen. Und die 17 wird reingeschrieben. Das heißt, das, was vorher im Eimer war, wird gelöscht und es wird ein neuer Wert reingeschrieben. Deswegen ist auch so etwas möglich. Das ist aber nur möglich, wenn bereits ein Wert drin steht. Man liest diese Anweisung von rechts nach links hier. Und zwar wird auf diese Seite hier rechts das angeguckt, was im Eimer drin steht. Ich hole also das, was im Eimer steht, raus. Meinetwegen hier steht jetzt gerade eine 17 drin. Dann nehme ich die 17 hier raus, tue die raus aus dem Eimer, rechne 5 dazu, was dann gleich 22 macht. Und das, was hier links auf der Seite steht, da wird es dann wieder hingetan. Also dieser hier neu auf der rechten Seite errechnete Wert wird in diesem Eimer mit diesem Namen wieder reingeschrieben. Das heißt, der neu errechnete Wert wird dann hier wieder in den Eimer reingeschrieben. Das heißt, hier steht jetzt nicht die 17, sondern hier steht jetzt die 22 drin. Das heißt, das, was hier als Gleichung mathematisch gesehen völlig unsinnig ist, hat in der Informatik einen Sinn, dann dieses Gleich hier wird nicht als Gleichung gelesen, sondern als Zuweisung. Das heißt, in den Eimer mit diesem Namen hier wird das, was hier auf der rechten Seite steht, reingetan, zugewiesen. Noch eine kurze Zusammenfassung der einzelnen Schritte, die ihr jetzt kennengelernt habt. Also es gibt die Deklaration von Variablen, dann die Initialisierung, wo ein erster Wert in die Variable geschrieben wird und dann kann ich hier auch weitere Werte neu in die Variable reinschreiben. Wie sieht das jetzt zusammen im Programm aus? Der erste Schritt, die Deklaration, ich gebe den Datentyp an, der einfache Datentyp Integer zum Beispiel und gebe dann den Namen der Variablen an, x. Im zweiten Schritt, also nochmal zurück zum ersten Schritt. Im ersten Schritt habe ich jetzt
mit dem Angeben des Namens und des Datentyps einen Eimer festgelegt, eine Eimergröße festgelegt und dem Eimer einen Namen gegeben, sodass dieser Eimer dann auch im Speicher gefunden werden kann. Im zweiten Schritt schreibe ich nun einen ersten Wert in diese Variable rein. Das heißt, der Eimer wird das erste Mal gefüllt mit einem Wert. Und da das Ganze eine Variable ist, ich also verschiedene Werte reinschreiben kann, habe ich die Möglichkeit, den Wert, der vorher war, aus dem Eimer herauszuschmeißen und einfach einen neuen Wert reinzuschreiben. Das bedeutet also, die 3 wird rausgeschmissen. Und ich schreibe jetzt hier zum Beispiel die 5 in den Eimer. So, oder auch komplexere Zuweisungen, dass ich sage, oder hier 3a, dass ich sage, x ist gleich x minus 2. Wieder von rechts nach links gelesen. Ich nehme die 5 aus dem Eimer raus, ziehe 2 ab, errechne das neue Ergebnis, die 3, und die packe ich dann wieder in den Eimer rein. So, ich hoffe, das ist klar geworden, auch wie man das jetzt im Programm zusammenschreibt. Ansonsten gerne nochmal nachfragen.